Du wirst es bereuen. Ja, genau. Ich hab Fresse. Dass sie uns angerufen haben. Klar. Trotzdem müssen wir ihnen jetzt noch Fragen stellen. Ist ihnen klar, dass sie die Hauptverdächtige sind? Ja. Wir haben eine Leiche im See. Dann wir haben wir einen Banküberfall, zwei Taschen voller Geld, die nicht mehr rum sind, dann eine Geschwindigkeitsüberschreitung und ein falsch geparktes Auto. Was haben Sie in den letzten 3 Stunden gemacht? Okay, also mein Kollege Frank hat mich halt gefragt, ob ich ihn von einem Bewerbungsgespräch bei der Bank abholen kann. Dann kam er aber raus mit so 2 riesigen Taschen und in die komische Mütze. Er hat eine Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, ich soll ihn in den Wald bringen, weil er sonst mich umbringt. Und dann bin ich halt mit ihm zum Wald gefahren und ich wusste nicht mehr, was abgeht. Ich glaube, die Geldtaschen hat er dann im Auto gelassen und mich hat er dann zu einer versteckten Stelle im Wald gebracht und wollte mich umbringen. Und dann plötzlich hat ihm aber aus dem Nichts ein anderer Schütze erschossen. Warum sollten wir eigentlich teilen? Lami Scout! Warum sollten wir eigentlich teilen? Ist jetzt nicht dein Ernst? Warum sollten wir teilen? Wieso sollten wir teilen? Du Idiot, bring mich doch nicht hier um. Wir sind hier der Depp von der Freiläufe. Bring dich hier runter. Ja, hier ist eine Leiche am Rotsee und er wurde. Dann habe ich die Polizei gerufen, der Kollege kam, hat mich abgeholt und hierher gebracht. Sie haben vorhin gesagt, Schütze. Von wo wollen Sie jetzt wissen, dass es ein Mann ist? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einfach Schütze gesagt. Schütze, Schütze. Ich war nicht so spezifisch. Die Person, die auf Frank geschossen hat. Das macht alles gar keinen Sinn. Ich meine, warum sollten Sie Ihren Kollegen, also den Herrn Frank Meier, von der Bank abholen? Ja, er hat mir halt erzählt, er hatte dort ein Bewerbungsgespräch. Er wohnt 2 Bushaltestellen weiter entfernt. Ja, ich dachte mir, es muss ja einen Grund haben, warum er mich fragt. Keine Ahnung, vielleicht fährt er nicht gern Bus oder was weiß ich. Sag jetzt, sie ist Wahrheit. Ja, wirklich. Mach mal fertig für heute. Was nein? Ich weiß nicht, kann gut sein, dass sie die Wahrheit sagen, aber vielleicht lügt sie auch. Wir können sie halt auch nicht abhalten. Wir haben keinen Beweis gegen sie. Ja, aber wir müssen sie sicher im Auge behalten. Ja, das sicher. Gute Lügnerin. Guter Schütze. Gibt's Sinn. Ja. Gut, läuft auch. Lauf, Bro, lauf! Läuft alles, warte, ja? Warte. Alles läuft! Ich habe die Leute.
Gott. Scheiße, hä, was soll ich jetzt machen? Schaut, Elf!